Naja, dann starten wir auf jeden Fall mal eine neue Runde und versuchen uns ein bisschen erfolgreicher anzugehen. Meinst du, die anderen beiden kommen heute gar nicht oder später? Okay. Was? Ich habe gefragt, ob die anderen beiden später kommen oder gar nicht. Gar nicht. Ich höre dich im Ladebildschirm manchmal nicht, dann musst du einfach kurz warten. Also ich höre dich im Ladebildschirm, klar und deutlich. Jetzt hat sie ihre Maske abgenommen. Ja, 5 Sekunden, die Luft da unten. Battle Royale. Landezone markiert, hier landen. Das Gas kommt schnell näher. In die Sicherheitszone begeben. Ach Mann! Gut. Vorrangige Aufgabe ist es, alle Ziele lebst du noch? Auszuschalten. Ja, ja. Ich wollte durch das Fenster reinklettern, da fällt er runter. Okay. Ich dachte, dich hat's erwischt. Das habe ich auch letztes Mal in der Urlaubfolge. Ich war praktisch genau, wie ich es öfter mal mache, genau ins Fenster rein mit dem Fallschirm. Normalerweise geht er direkt durch, bin aber irgendwie an dem Fensterrahmen hängen geblieben und bin runtergefallen. Dann musste ich wieder hochlatschen. Das ist alles nur keine Waffe. Doch, hier ist eine. Markiert. Eine Klemme. Hast du Waffe? Weil hier ist noch eine. Ja, ich hab hier oben. Alles klar. Alles gut. Hier liegt sogar noch eine. Weil das Zeug aus den Kisten verschwindet nämlich irgendwann wieder, wenn du nicht schnell genug hinrennst. Nee, ich hab. Alles gut. Ausnahmsweise mal. Hat gefunden. Schade, ey, den hätte ich gerne gehabt in der letzten Runde, den Typen. Der hat echt 3-4 jetzt wirklich eingesteckt. Ich war das. Keine Sorge. Ja, ja. Ich suche nur gerade die Treppe nach oben. Ich mache nur gerne die Türen wieder zu. Was haben wir hier? Eine Rauchgranate.
Festungen entdeckt. Das Gas kommt näher. Kev? Hm? Da. Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft. Okay. Was ist das so? Sturmgewehr, okay. Aber nichts. Aufklärungsdrohne aktiv. Schick mal Drohne raus. Wo diese Abteilung? Mhm. Irgendwo. Aber ich sehe jetzt auf den ersten Blick gar keine Fanpräsenz hier. Batterie verbraucht. Aufklärung offline. Drohne offline. Batterie leer. Bisschen tote Hose, ne? So ist es manchmal. Ja, ja, klar. Unten ist was, aber. Ich zumindest links und links wird auf der Karte was angezeigt. Ich sehe gerade noch nicht, wo es sein könnte. Auf einem der Gebäude da oben. Ja, einer der meistgesucht auf aktiv hat. Siehst du denn jemanden oder schießt du einfach nur so? Erster Linie. No, leave me alone. Where are you? Where are you? Ich höre Stimmen. Die sind also nicht weit weg von hier. Doke. Na, die sind auf dem Haus da oben. No, no German, no Deutsche. Their footsteps before, like. Hmm. But leave me alone. I won't kill you. I've only got a pistol. They didn't want to hit.
Then what? Yeah. No plates, no ammo. I'm just hiding in the stairwell, mate. On the first floor. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Let him die. Von hinter mir. Ja, ja. Du wirst hier nicht sterben. Ich hab sie auch angehittet, ich weiß nicht, wo sie sind. Ja, Fresse. Von unter uns. Die haben sich in den Boden geglitscht. Dieser Sieg haben wir noch mit! Vorwärts! Hast du gesehen, wo die uns geholt haben? Nee. Unten aus dem Boden. Die haben sich im Boden reingeglitscht. Die waren quasi unter uns. Ja, geil. Dein Trupp ist gefallen. Oh, da oben, ey. Truppmitglied wurde gebrochen. Und ist nicht mehr bei uns. Ihr seid jetzt in meiner Arena. Die letzten zwei auf den Beinen können gehen. Die Zeit läuft. Alles zu töten. Boah, die bin ich schon richtig. Et puis, comme par hasard, comment... Oh, der Tor, mein Zieltruck. Na da. Die beide geholt. Ich hab den einen nur angehittet. Oh, Lord Nick. Yes, no. Ist er? Gut, er war. War schon mit der Bidoka. Ja, was geht jetzt? Lernt aus der Niederlage. Das Scheitern ist ein weiser Lehrer. Bist tot, ja? Ja, eine Versorgungsstation geholt von einem Worten. Diese Ausrüstungskisten, da sind immer Camper da. Ich hätte aber auch aus finanziellen Gründen. Hast du gehört? Ja, ja. Ich habe aber aus finanziellen Gründen hätte ich dich eh nicht zurückholen können. Ich habe zu wenig Geld. Aber scheiße, ey, die zwei, die saßen schön unter der Map. Na gut.
Ernsthaft? Klar, ich hab die viel häufiger getroffen als für mich. Genug trainiert. Jetzt stellen wir uns dem echten Feind. Du hast ja wahrscheinlich absolute Profis mit drin und sowas, die ganzen Teile schon durchgezockt haben und sowas und halt und Snoops. Na, was denkst du? Es gibt hier Leute, die spielen den ganzen Tag nichts anderes als das hier. Ja, ja, und damit genau, genauso wie bei Formel 1. Bitte, das Formel 1 habe ich mir gerade geholt, gestern geholt, das gab es jetzt für 22 Euro im Store. Auch nur wieder ein Lenkrad. Ich muss dich da mal was fragen. Hä? Und zwar. Warte mal kurz. Ja, das war gut. Höre ich jetzt wieder die ganze Zeit alle Leute, die sind schon wieder völlig am Abdrehen, so, ja, ne, ich spiele neues Spiel wegen neue Season, bla bla bla. So, in der Liga, bla bla bla. So, hast du bis jetzt schon mal irgendwas gehört, dass es überhaupt ein neues Spiel gibt? Inwiefern ein neues Spiel gibt? Na, Formel 1. Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Wir haben gerade mal Februar. Aber weißt du, was ich meine? Letztes Jahr um die Zeit, da gab es zumindest so klitzekleine, so... Oh du, das ist ja gar nichts. So nicht mal irgendein YouTuber da irgendwas, so nichts. Nada! Ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwas in die Richtung kommt. Wie gesagt, wir haben gerade mal Anfang Februar, da ist noch gar nichts in Richtung Formel 1 gekommen. Deswegen meine ich ja, letztes Jahr um die Zeit war aber schon was. Ja, also wie gesagt. Ich glaube, weil halt die ganzen neuen Autos kommen und sowas, aber ich weiß es nicht. Die neuen Autos gibt es doch schon, die sind ja schon drin im aktuellen. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal nicht, dass da so schnell was kommt. Das wird dann irgendwo Richtung Sommer gehen, wie immer. So. Wo muss man hin? Hinter Almazra, okay. Dann würde ich sagen. Da. Uhu. Fahrer, fahren Sie mich zum Ziel. Hauptsache, das Auto ist gerade weiß gewesen und jetzt schon auf einmal schwarz. Ja, weil es mein Skin ist, was ich ausgewählt habe. Achso. Hauptsache, dein Arm flattert, also die Jacke flattert, das war hier irgendwie Wind drin. Dabei sind alle Scheiben zu.
Sicherheitszone aufzusuchen. Das ist ein Auto, ne? Ist ja weitergefahren. Naja. Man sollte Autos eh nie zu lange und zu viel benutzen, weil die sind sehr auffällig. Okay. Ich benutze die eigentlich nur gerne, um gewisse Strecken zu überbrücken. Oder was auch gut ist, wenn du gejagt wirst, wenn einer in deiner Nähe dieses Gejagd-Ding aufhebt, ins Auto steigen, auf die andere Seite der Map fahren. Dann wirst du auch nicht so schnell gekriegt. Nice. Ja, hier scheint ja auch nicht gerade momentan nicht viel in der Nähe zu sein. Also halt die zweite jetzt, oder? Ja, nur sicher ist sicher, man sollte immer gucken. Ich habe gerade einen Motor gehört, der jetzt ausgegangen. Jetzt kann aber auch sein, dass es da, was dein Auto ist. Ja, das war unser Auto. Rechts von uns entschieden ist ein Schüssel. Boah, wow, fuck, der ist vor mir gewesen. Aber der hat einen Headshot gekriegt, wieso überlebt er das? Mit der Handfeuerwaffe, ernsthaft? Dieser Sieg haben wir nach Wien! Vorwärts! Alright, mate. Oh, stop thinking that you're Ausrüstungslieferung ist unterwegs.
Keine Schweinerei hier jetzt, ja. Das Gas breitet sich aus. Das Gas beginnt sich zu trennen. Wachsam bleiben. Ach Mist. Genau deswegen habe ich gewartet. Geh in diese Richtung. Auftrag markiert. Ich muss jetzt hier natürlich die ganze Zeit zugucken. Was? Ich gucke ja dir jetzt die ganze Zeit zu, weil du ja überlebt hast. Mhm. Ich hab ja. Warum auch immer, da habe ich mir eine Handfeuerwaffe weggeholt. Ich habe dir mal ein, zwei Mal auf den Kopf geschossen. Das hat ja null gejuckt und du schießt mich mit einer Handfeuerwaffe weg. Gas nähert sich. Erreiche die neue Sicherheitszone. Unterwegs.
gerade Deutsche. Okay. Sehr schön. Immerhin. So. So. Zurück zum Spiel. Warum bin ich überhaupt nicht im Spiel? So, jetzt so. Dahin. Ich kann dich gar nicht sehen. Ich kann gar nicht auf dich gucken. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Vorsicht, das Gas vereint sich. Bereit machen für Kontakt. So, einen habe ich schon mal. So war das, okay. Heute hier. Das Gas kommt näher. Das Gas vereint sich. Achtung! Warum kann ich dich nicht zugucken? Rücke vor! Oder gibt es die Möglichkeit, auf dich zu gehen? Nee, leider nicht. Das ist auch, wie gesagt, das Spiel ist an manchen Stellen echt noch mega buggy. Okay, ich gucke jetzt hier irgendein Marquez irgendwas zu. Ja, das ist bestimmt der, mit dem ich im Dings war, im Gulasch. Genau. Mörserbeschuss unterwegs. MP markiert. Kleinkaliber Munition hier. Ja, es ist halt schwierig gerade. Ich kann die halt leider nicht zugucken, sondern gucke halt irgendeinem Random-Spieler zu. Ist uns ein bisschen blöd. Mist.
Ich hab dich. Geht's wieder. Los. Zielgebiet markiert. Beschuss freigegeben. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Werf eine Granate! Nur noch 25 übrig. Weiter so. Markiere Feind. Sehr lange Folge heute. Vor allem, weil du bist auch noch drin im Match, ne? Ja. Ja. Ach Mann, ey. Aber wir kommen zurück und beenden. Platz 14 immerhin. Nein. Trotzdem gutes Ergebnis. Jetzt 14 ist okay. Ich glaube, bisher unser Bestes. Nur gern irgendwann mal wieder einen Sieg. Ja, ich auch. Ich hätte gerne überhaupt irgendwas. Ein Kill, auch mal einen Kill oder so. Einen habe ich ja bisher. Also den einen ich habe nämlich mit Duskwalk, also meinem Main-Kollegen hier für Warzone, habe ich schon mal eine Duo-Runde gewonnen. Okay. Das wird mit mir wahrscheinlich sehr wenig passieren, aber schauen wir mal.